Und willkommen zurück zu Let's Play Protoss Arm Z2W. In der letzten Folge haben wir das Industriehaus hier gesichert und wollen jetzt das Dach sichern. Und dafür werden wir jetzt hier lang gehen. Und die Treppe, wie normalerweise üblich. Und dürfen wir gleich auch noch schön Panzer fahren. Sniper Philips, geil. So. Ich muss auch frei nehmen die Pistole. Headshot. So, dann werden wir uns jetzt mal hier das Gewehr 43 holen. Stiefernrohr. Das ist halt von der Position her besser als das K98. Hat aber eigentlich nur denselben Damage. Und hier ist der nächste Killroy. So, und dann werden wir jetzt mal hier vorne gehen. Philips. Gab die damals wirklich schon? Nein, egal. Noch mal sehen. K88 würde ich sagen. Und ein paar Deutsche. Und wieder. Also, der hat jetzt zwei Schüsse abbekommen. Danach würde ich bestimmt nicht mehr aufstehen. Die 88 ist halt sehr, sehr böse. Warum dürfen wir jetzt ein bisschen snipen? Treffer. Boah, ich konnte mal so groß wie stehen auf. Hab ich schon konnte. Fuck. Ja, gut, das ist schon länger. Jetzt nicht mehr gestorben. Ich glaube, letzte Woche sind wir überhaupt nicht gestorben. Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Jetzt hat er die Fresse. Super. So, da besitzt der aber jetzt umso besser. Also geht doch. Mal erholen. So. Jetzt. Den haben wir schon weggefetzt. So. Schnell Gewehr. MG42 ausschalten. So, jetzt. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ja. So. Auf zur nächsten Runde. Hin. Ah, die MG42, das ist ein schönes MG, aber so von ihrer Seite her, ich hab schon keinen Bock drauf. So, das ist dann Güterfanger nur eins. So, oh, hin weggefetzt. So, da sitzen wir uns da. Ja, das soll nur noch treffen können, ne? Ah. So, dafür sitzen die Schüsse aber. So. Auf zur letzten Runde. So. Oh, jetzt haben wir wieder zwei MGs da und es müssten, wenn ich mich richtig entsinne, auch noch die Bazookas dazu kommen. Ja. Sind sie.
kann fies sein. Also ihr seht, um wenn die MGs ausschalten, das nächste Mal die Chef-Bazookas ausschalten. Na, wische, ey. Na. Also, geht doch. Hier wieder hier. Und so Typen, was die ganze Zeit eine anfängt, der andere aufhört. So. Bazooka. Zum einen muss das. Muss ich das auch mal drauf schießen. Da lebt denn noch einer. So. Na, endlich. I want that 88 down! Right now! This is King White One! Phillips, da oben sind wir. Also Baker. So, jetzt dürfen wir schon Firefight fahren und den Tommy steuern, der an seinem MG sitzt. Wir müssen jetzt die 8-8 ausschalten. So, wir müssen halt aufpassen auf das 8-8 Feuer und MG Feuer und so. Der lässt sich in Deckung steuern wie Baker, nur in Deckung kann er nicht zurückschießen. Natürlich jetzt auch am Panzer die Anzeige, wann wir wieder schießen können. So, da oben sind wir. Also Baker. So, mal auf Panzer und jetzt. So, der verzieht schon seinen Panzer. Ich nehme mal drüber. Glaube ich, wehgetan haben. So. So, jetzt mal die 8-8 ausschauen, die dürfen wir nicht vergessen. Das hat mir schon oft interessiert, dass ich dann am Ende war und die dann vergessen habe. Das war richtig fies. Na, den auch. Deckung. So. Wo geht's lang? Ah, da geht's lang. So. Ich muss mal aufpassen, ob es ein Panzerschwächen dient. Deckung. Wir spielen uns jetzt auch die Anzeige, wie viel Schaden unser Panzer hat im Moment. Aber es scheint so ein Stück Lauf bis jetzt. Dann wollen wir doch und die letzte 8-8. Und die 8-8 vollständig zerstört. So, Rescue Peter. Das machen wir jetzt wieder als Baker. Hey, those are our boys! Watch what you aim at! Civilians are there! Stay put! I'm going after the boy! Also auch wenn der Schirm nicht schlecht war, aber ich würde am Gefecht trotzdem lieber an einem Tiger sitzen. Heute natürlich lieber an einem Leoparden. Dann wollen wir doch mal loslegen hier. So, dann machen wir doch mal jetzt. So, wächst mal wieder zur. Wow, das war knapp. Ich wollte eigentlich so Thompson wechseln, aber naja. So, gibt es eigentlich nichts viel zu machen. Können wir einen Schritt ausrüsten lassen. So, hier kann man noch ein bisschen bewundern, aber hier ist nicht viel.
Ah, sehr der Junge jetzt hat, und du wichtig war, was ich da in der letzten Folge gesagt habe. Der war der P38. Ja. Jo. Nur weiter P38. Ich hab noch einen Kogel und die gebruik ich als het moet. I just wanna take you to your dad. Ik schiet hoor, ik ken jou niet. I know Nicholas. Ja, ganz klar, nur weiter P38. Und wird auch schon wieder geschafft. Ja, viel Spaß mit der Cutscene. Come again, Bean? I've never kissed a girl before. Well, I guess like my mom or something. She don't count. Oh, she counts. Have you seen the pictures? There's pictures? Don't let him mess with you, Frankie. I didn't kiss a dame till I was 17. Das wurde jemand schwer verliebt. The guys told me you're asking around about stuff that happened after D-Day. Stuff about Leggett. It was about anyone who touched that pistol. They all died. For some reason, that doesn't seem to strike anyone else as extraordinarily odd. It does. They lost friends in what you're poking at. It's not easy to talk about. Why is it so easy for you? Because I believe every damn word of it. Yeah, we're kind of like the big shots in the 101st. We save people's asses, and you can't understand a word I'm saying, can you? All right, lover boy, we gotta keep moving. I'll come back for you! Well, we made the link up with 30 Corps and did our part. You think we'll get home on time? According to Montgomery, 30 Corps ain't 2 days late. In which they are. What's your hurry, Red? I'd like to meet my daughter before she turns 3. Zanovich took Cortland and Frankie out on patrol around the perimeter. Hope to God those kraut wankers leave us alone for tonight. You certainly have a specific way of talking, I'll give you that. Is that the gun? Yeah, I had to use it in Eindhoven. The kid almost shot me. He doesn't understand any of this. Do you? Excuse me? Understand this? That? You buy into that shit? You don't purchase faith. Those men died holding a pistol you refused to take because, as some pointed out, you were too afraid. I mean, forgive me for not believing it's all random chance. It was my father's. That's why I didn't want it. Yeah, who also died holding it. What are you trying to prove, Dawson? That you're hiding something. Talk to someone who would disagree with you. What? Hey, did you hear that?
Get everybody up! Tja, schicke Cutscene. Wollen wir loslegen. Get to her as a group. Pinky, she doesn't even speak English. She doesn't have to. If you run after her, you will die. And if I don't, then what? Save as many as you want, but let me save this one. Don't. Let me save this one. Pinky, don't. Just one. So, dann wollen wir mal loslegen. So, dann wollen wir mal sehen, wenn wir heute von Simon voll nehmen hier und wir haben MG-Team. Da oben ist ein Aufklärungspunkt. Der ist einfach schnell. So, der Shell. Dann wieder Ausrüstung M1-Karabiner wieder. M19-Whistler. Und die Bar. Auch nicht schlecht, aber ich, wie gesagt, ich ziehe halt die Thompson vor wegen der höheren Kadenz und Leichtigkeit. Hier macht zwar hier mehr Damage, aber Cadent ist der gerade beste. So, und dort gehen die Feuer und wir werden jetzt wieder mal schön hier in die Flanke fahren, wie es sich gehört. Na? Also geht's doch. So. War schon wieder knapp am Trupp vorbeigesprungen. So, mein kleiner Plan. So. Kleiner Trostpflaster zumindest hier. Dann geht dem hier. Dann da. So, und wir müssen jetzt da die scheiß Tankstellen gerade in die Luft jagen. Wenn wir alle da sind hier. So. Wenn man gerade die toten Leute besuchen und gucken, ob wir da 98 finden. Was steht da mit der Bar? Und da ist schon noch 98. Wie gewollt. Aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge von Let's Play Frozen Arms Head Saibi. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.